Hallo und willkommen zur heutigen Gameplay-Folge Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. Wir sind heute nochmal in der Vergangenheit unterwegs und ich habe den lieben Dante wieder mit an meiner Seite. Wir wollen gemeinsam in die nächste Mission auf der Zeitachse gehen. Und dann würden wir auch direkt reinstarten in die Kampagnenmission Strahlende Schar. Let's go! Von den vielen Feinden der letzten Stadt waren nur wenige gefährlicher als Savatu, die Schargöttin der List. Wir hatten ihre Streitkräfte bereits besiegt. Doch ihre grausamste List war die Vorhut selbst zu infiltrieren. Verkleidet als einer der unseren, der Warlock Osiris. Ihre Intrigen führten zu etwas, das wir für unmöglich hielten. Die strahlende Schar, von Geistern auserwählt, nutzte das Licht gegen uns. Die einzige Hoffnung war, herauszufinden, wie Savatun das Licht stehlen konnte. Dafür mussten wir uns durch ihre Thronwelt kämpfen. Ein Reich voller Illusionen und Täuschungen. Mit der Hexenkönigin am Tisch durften wir nichts leichtsinnig hinnehmen. Da wären wir auch unser Auftrag in der Thronwelt. Ein mächtiges Relikt aus dem Apothekertrakt der Thronwelt zu holen. Mit Hilfe der so schnell kann's gehen. Heute mit dem Strangtalten. Mal schauen. Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich aufs Banner. Absolut. Lass uns ein paar Schar aufs Chor nehmen. Aris, wir sind in Position. Wohin gehen wir? Dein Zielort liegt tief im Inneren der Festung. So, dann fängt das hier schon an. Ich sollte dir ein paar Gegner lassen, gell? Dass du stacken kannst. So, da haben wir schon den ersten, genau. Dann haben wir es mal 3 und jetzt mal 4. Sicher eingesperrt in einer kristallinen Zelle. Und das hält auch einfach 30 Sekunden lang. Das ist wirklich, wirklich krass, wie ich finde. Mhm. Ja, du kannst das mit Nahkampf und mit Finisher wieder auffrischen. Also, was sieht hier abwegig aus? Wie hast du das gemacht? Als hättest du diese Plattformen aus dem Nichts erschaffen. Aris, wie ist die Lage? Der Hüter ist jetzt auf dem Weg zum fraglichen Objekt, Commander. Ja, auch eine sehr, sehr cool designte Welt auf jeden Fall. Die Drohnenwelt. Ist meine zweite. Auf jeden Fall auch einer meiner Favorites nach der träumenden Stadt. Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich muss sagen, ganz ehrlich, beispielsweise die Eiswelt, wie heißt es, Europa, die ist mit der Zeit so ein bisschen langweilig geworden tatsächlich, auch irgendwann die Schneestürme, aber Thronwelt irgendwie finde ich immer noch ziemlich cool vom Look her. Ja, definitiv. Die Hexenkönigin mag ihr Reich in einen strahlenden Glanz gehüllt haben, aber darunter lauern immer noch Überreste einer dunklen Architektur. Und die neue Fähigkeit des Hüters enthüllt diese verborgenen Überreste. Ja, Ikora hat es mir erklärt. Warum können wir nicht einfach das Licht dafür nutzen? Das Licht mag eine mächtige Kraft sein. Aber wenn es um Illusionen geht, hat es sich als unzureichend erwiesen. Es ist der Verstand, der sich beugen muss, um die hier verborgenen Wahrheiten zu erkennen. Darum kann nur die Dunkelheit den Weg weisen. Meine einzige Furcht ist, wohin uns dieser Weg am Ende führen wird. Also gut, Hüter. Konzentrieren wir uns. Um den Weg zu finden, brauchen wir ein Schwert und etwas, das wir damit zerbrechen können. Machen wir mal den Weg frei. So, hier ein Banner. Jawohl. So. Ja,
der Kristallhüter. Zeit, das zu Ende zu bringen. Zerstöre seinen Geist. Okay, das ging schnell. Dieser Kristall könnte sehr gut der Hinweis sein, nach dem wir suchen. Ja, Wahnsinn, schon wieder am Ende der Mission. Oder? Ich glaube, ja. Das ging tatsächlich sehr schnell. Sind das die Originalmissionen? Da gingen die in Original auch so schnell? Ich weiß es, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Bei mir ist ja dieser auch ein, zwei Tage her, aber ich bin der Meinung, dass die dann doch Ticken länger ging. Ja, ich glaube, da sind ein paar Teile ein bisschen rausgeschnitten. Der Kristall zeigte uns, was wir uns nicht vorstellen wollten. Der Reisende selbst gab Sabaton das Licht. Er gab unserer größten Feindin die Hand und bot ihr Gnade. Dies stürzte viele in tiefe Unsicherheit, in Vertrauensbruch. Die Wahrheit und unsere Zweifel zu akzeptieren, hat die Vorhut für den kommenden Kampf gestärkt. Egal, was der Reisende vorhatte, letztendlich mussten wir einander vertrauen. Doch es war Sabaton, die Schargöttin der List, die das wahre Gesicht unseres Feindes enthüllte. Die Stimme in der Dunkelheit, der Schöpfer des Untergangs der Menschheit, der Zeuge. Unter Sabatons Kontrolle erhaschte Osiris einen Blick auf ein Geheimnis, das sie jahrhundertelang vor den Zeugen versteckt hatte. Ein mächtiges Artefakt, der sogenannte Schleier, lag auf dem Planeten Neptun verborgen. Als Sabaton Geschichte war, traf kurz darauf der Zeuge ein und begann den Reisenden anzugreifen. Da wir jetzt ihr Geheimnis kennen, stehen die Chancen besser denn je. Ja, und damit wäre dieser Schritt in der Mission auch zu Ende. Wir können zurück zu Ikora in den Turm. Wollen wir mal hinspringen? Und da wären wir zurück im Turm. Wir machen einen kleinen Laufsprint zu Ikora und werden hoffentlich die Story bzw. die Quest erfolgreich abschließen und uns an der Monte Carlo erfreuen. Dann brauchen wir nur noch den Katalysator für sie. Und wir können eine weitere Exo erfolgreich unser nennen. Ein Blick in die Vergangenheit hilft dabei, die Gegenwart ins rechte Licht zu rücken. Er zeigt uns, wie viel jeder von uns schon erreicht hat und was wir in Zukunft noch erreichen können. Die Geschichten, die wir zu erzählen haben, geben uns Stärke. Genauso wie Licht und Dunkelheit. Gemeinsam können wir uns allem stellen. Also vergiss nicht, Augen auf. Jetzt verstehst du die letzten paar Jahre der Hüter etwas besser. Obwohl so vieles auf dem Spiel steht, sind die Vorhut und deine Mithüter stets bereit, dich zu unterstützen. Ikora verabschiedet sich mit ein paar letzten ermutigenden Worten von dir. Gemeinsam können wir uns allem stellen. Also vergiss nicht, Augen auf. Du bist bereit, dich deinen Mithütern in Hauptmissionen anzuschließen. Schau in deinen empfohlenen Quests nach vorgeschlagenen Aktivitäten. Falls du mal nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, schau unter Hüterränge nach. Und da wäre sie, die Monte Carlo. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst in der Questreihe. Sehr, sehr gerne. Cool, ein neues Automatikgewehr, eine weitere Exo in der Sammlung. Ja, ich habe gerade mal auf die Zeit geschaut. Wir sind gerade bei 12 Minuten, wahrscheinlich im Video sogar etwas weniger. Und ich habe mir gedacht, wenn du Lust hast, ich schaue gerade mal in die Quest rein. In der Saison der Klingenpfad beim Schritt 17. Verteidige in Mission beschwören deine Tributrituale vor Xivu Arads einfallenden Truppen. Wenn du da Lust drauf hast, können wir gerne noch da rein starten. Ja, sehr gerne. Stürzen wir uns rein. Dann starte ich direkt die Mission.
Wir sind in der Mission Beschwören. Betritt die Altäre der Beschwörung. Da öffnet sich die Tür und wir können in den Saal vordringen. Ja, und es geht direkt nach oben, also nach draußen demnach. Schauen wir mal. Doch jetzt sehe ich Wahrheit. Sie ist auf einem Fundament des Todes erbaut. Ein Tempel des Schwertes. Solch eine Logik, dass selbst Himmelskrieger sie verehren. Ja, wir haben ja nur zwei Siegel, von dem her relativ einfach. Bloß kann ich nichts machen. Kannst du nicht beschwören, so wie ich? Nee, ich hab kein E. Oh, okay. Aber es scheint, als hätte es trotzdem funktioniert. Okay. Komisch. So. Unsere Rituale wurden von der Verschlingerin der Schwäche entdeckt, der Göttin der Errottenen, Xibu Arad. Zeigen wir, dass nicht mehr nur die Scham die Schwertlogik. Okay, die Hexe. Ah, sie macht ihre Feuerbombe wieder. Na, herrlich. Die Scharmagie erwecken. Ja. So, ich glaube, wir können wieder Schaden machen. Auf die andere, ja. Ja, genau. So. Nochmal eine weitere Schaumagie. Ich hau mal meine Super raus. So. Okay. Die Outdown. Das hätten wir. In deinen Tributen spüre ich Jahrtausende voller Eroberungen. Das ewige Schwert der Scham, bereit, die Welt zu zerteilen. Lügnerin, Feindin, Anbeterin, du verleugnest mich selbst, während du mir Tribut zollst. Richte deine Waffen gegen mich, denn ich bin die Zerstörung, die du erschaffst. Xibu Arad würde jeden Konflikt beanspruchen, doch sie ist nicht mehr die einzige Scharfgöttin des Kampfes. Denn reiße ihren Klauen diese Tribute, denn sie gehören nun mir.
Stallsammler. Ah, die musste, glaube ich, vorne irgendwo eindanken, war es nicht so? Ja. Ja, genau, hier drin. Den Schalen, genau. So. 3 insgesamt. Da hinten wäre der nächste Kristallsammler. Mal kurz ein bisschen regenerieren. Nummer 2 wäre auch platziert. Und Nummer 3 habe ich auch. Sehr schön. Schön. Du verdienst den höchsten Tod, den ich dir gewähren kann, Anbieter. Der Leviathan-Fresser. Schauen wir mal, was der so aushält. Der Klingenpfad geht zum Holoprojektor im südlichen Flügel der Helm. Dann kehren wir mal zurück in den Orbit und sehen uns gleich in der Helm. Und da wären wir in der Helm zurück. Wir gehen direkt runter zum Holoprojektor. Bin gespannt, was für eine Nachricht uns erwartet. Kaum zu glauben, was für taktische Berichte ich hier verfasse. Vorhuttruppen, die Tribute für die schargebundene Aerys Morn sammeln, haben Xivu Arads Truppen in Sabatuns Thronwelt angegriffen. Wir sind zwischen den Schwestergöttern des Kampfes und der Lügen gefangen, um die wieder zu beleben, die uns das größte Leid angetan haben. Selbst ein Sieg ist ein Verlust. Wir haben einen unfairen Handel akzeptiert. Sabatun wusste, wir können Xivu Arad nicht besiegen. Niemand gewinnt gegen den Krieg selbst. Aerys versteht das besser als wir alle. Ich weiß, dass sie einen Plan schmiedet. Aber ich muss auf alles Unerwartete vorbereitet sein. Falls ihre Verwandlung ihr Urteilsvermögen beeinflusst, wie könnte ich es wissen? Wie würde ich sie beschützen? Hüter, sei vorsichtig. Wir haben schon so viel an die Schar verloren. Sie dürfen nicht noch mehr kriegen.
Eine Nachricht von Ikora. Du siehst, wie Ikora beim Zusammenfassen ihrer Berichte den Kopf schüttelt. Vorhuttruppen, die Tribute für die schargebundene Aerys Morn sammeln, haben Xivuarats Truppen in Savatuns Thronwelt angegriffen. Wir sind zwischen den Schwestergöttern des Kampfes und der Lügen gefangen, sagt sie. Wir haben einen unfairen Handel akzeptiert. Savatun wusste, wir können Xivuarat nicht besiegen. Niemand gewinnt gegen Krieg selbst. In ihrer Stimme schwingt der Glauben an Aerys mit, aber auch ihre Sorge. Aerys versteht das besser als wir alle, sagt sie. Aber ich muss auf alles Unerwartete vorbereitet sein. Wie könnte ich sie beschützen? Hüter, sei vorsichtig. Wir haben schon so viele an die Schar verloren. Sie dürfen nicht noch mehr kriegen. Und der Klingenpfad hat sich aktualisiert. Wir können rüber zum Funkgerät in der Helm und uns dort die Nachricht noch anhören. Ihr stellt euch also Xivuarats oberstem General. Ich gucke gerne dabei zu, wie ihr unsere Drecksarbeit macht. Ich habe mich durch Savatuns Archive gegraben und diese kleine Perle gefunden. Die ist ungefähr 1 Million Jahre alt. Ich dachte, du solltest wissen, mit wem ihr es da aufnehmt. Zum ersten Mal haben uns die Ammoniten gebrochen. Horden meiner Brut verrotten als Tribut. Und der Geruch von Schwäche hat uns erreicht. Aber unsere Feinde haben ihre eigenen Kühlersterne. Ihr Chroma-Admiral verlässt das Schlachtfeld, um sich zu ihrem schwächlichen Leviathan zu gesellen. Sie würden in Frieden leben, ohne den Tod getötet zu haben. Wir werden ihre Unverfrorenheit erbarmungslos belohnen. So geht, meine Brut. Verschlingt ihren Leviathan, werdet zu ihrem Untergang und errichtet Tempel aus ihren Leichen. Ihr Menschen glaubt, etwas Besonderes zu sein. Die Ammoniten hatten den Reisenden, einen Leviathan und sogar ihr eigenes Licht. Ihre Zivilisation lässt euch erbärmlich aussehen. Aber es gibt sie nicht mehr, weil Xivus Brut sie ausgemerzt hat. Jeden einzelnen von ihnen. Und ihr seid als nächstes dran. Ja, und mit diesem sehr aufmunternden Funkspruch von Imaro haben wir den Klingenpfad der Woche 3 erfolgreich hinter uns gebracht und wären auch am Ende der heutigen Folge anbelangt. Ich möchte mich bei dir, Dante, recht herzlich bedanken, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich auf... Ja, es hat auch mir... nee, sag ruhig, alles gut. Na, gerne, sprich dich aus. Ja, es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Es war schön, dabei zu sein und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Definitiv freue ich mich auch drauf. Und an euch alle ein riesiges Dankeschön, dass ihr in dieser Folge mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.